Das hier ist sozusagen unsere Seekuh-Intensivstation. Hier betreuen wir kranke, verletzte und verwaiste Tiere. Gerade haben wir viele neue Fälle. Das ist für ihn. Die Rettungsdecken halten sie warm. Es ist ziemlich kalt, nicht nur für die Seekühe, selbst für uns. Opal und Walt kamen hier vor 2 Wochen wegen Unterkühlung und Unterernährung an. Molly führt den Schlauch durch seine Nase in den Magen. Darüber bekommt er Flüssigkeit, Milchersatz und zerkleinertes Grünfutter. Er ist sehr dünn. Man sieht seine Rippen. Das ist nicht normal. Das sollte bei einer Seekuh nicht sein. Wenn wir sie nicht füttern würden, könnten sie nicht überleben. Opal und Walt werden von uns 4-mal täglich so ernährt. Das ist lebenswichtig für sie. Es sieht zwar etwas barbarisch aus, ist aber notwendig für ihr Wohlergehen. Wir bringen sie zurück ins warme Wasser. Da können sie sich ausruhen. Berkey ist unser jüngstes Kalb. Er ist etwa 3 Monate alt. Wir wollen ihn an das Fläschchen kriegen und warten, bis er zum Atmen auftaucht. Dann versuchen wir, ihn zu schnappen. Sie kennen das Fläschchen nicht und müssen erst daran gewöhnt werden. Berkey ist hier, weil er keine Mutter hat. Das ist bedauerlich. Eigentlich sollte er bei ihr sein. Also versuchen wir hier unser Bestes, um ihn aufzupäppeln. Er ist nicht entspannt. Er ist eine richtige Kämpfernatur und will eigentlich nichts mit Menschen zu tun haben. Wir können es später noch mal versuchen. Das ist okay. Sie brauchen das und wir wollen ihnen ja nur helfen. Guten Morgen. Wie geht's, Leute? Berkey ist ein verwaistes Kalb und er kam völlig unterkühlt zu uns. Er hatte versucht, sich allein in freier Wildbahn durchzuschlagen, aber das wäre nicht mehr lange gut gegangen. Er kam an Thanksgiving zu uns, aber wir wollten ihn auch nicht gleich Turkey nennen. Wir wollten ihm einen niedlichen Namen geben, weil er einfach super süß ist und Berkey passt einfach zu ihm. Das Team arbeitet hart daran, ihn ans Fläschchen zu gewöhnen. Versucht, möglichst viel Zeit hier zu sein, damit ihr ihm jede Stunde das Fläschchen anbieten könnt. Wenn wir es schaffen, ihn an das Fläschchen zu gewöhnen, können wir ihm sehr viel Stress ersparen. Wir versuchen einfach, den richtigen Zeitpunkt zu finden. Wenn er entspannt ist, geben wir ihm das Fläschchen und schauen. Nein, schade.